Kriminelle und Rebellen. Der Gedanke daran, dass Leute eure Steuern nicht bezahlen, macht Penultimo krank. Ich bin so gestresst.
Eine Rebellion ist im Gange, Präsident. Wenn diese Rebellen so versessen auf eure Aufmerksamkeit sind, sollten sie wie alle anderen einen Termin ausmachen. Penultimo ist froh, dass nicht jeden Tag ein Umsturz stattfindet, obwohl Präsidente jeden Tag bis zum Umfallen arbeitet. Es wird Zeit, dass ihr jemanden trefft, den Penultimo nicht als Freund betrachtet. Was bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird? Sie würde verkümmern wie ein Muskel, den man nicht einsetzt. Katastrophal. Wollen Sie schnelles Geld machen? Supermächte zahlen eine stattliche Summe, um ein paar thermonukleare Versuche durchführen zu können. Den einheimischen Bewohnern wird es sicher gefallen, besonders wenn sie ihnen sagen, dass es ihre Haut zum Strahlen bringt und ihnen den Friseurbesuch erspart. Jeder weiß, dass wir uns im Atomzeitalter befinden und wir wollen ja nicht, dass Tropico zurückbleibt, oder? Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen, Präsidente. Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsidente. Tja, das ist nichts für mich. Ich bin ein Geschäftsmann. Welche Geschäfte? Hey, worum geht es? Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Thank you.
chicas que están hermosas, yo le quiero regalar un mar de rosas. Ay, chica, no vayas lejos, que me duele el corazón triste, sollozo. Unos cuantos días más de ausencia, dime, niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Ay, chica, ven a mis brazos, que te quiero regalar un millón de besos. Ay, chica, serás mi esposa, yo te llevo hasta el altar si tú me amas. Unos cuantos días más de ausencia, dime, niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Unos cuantos días más de ausencia, dime, niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Serás mi esposa, yo te llevo hasta el altar si tú me amas. Unos cuantos días más de ausencia, dime, niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí.
wollten gerade diese Felsen an Bord holen. Da tauchten plötzlich überall Droiden auf. Setzt nochmals Segel in Richtung Beute. Das Leben auf See ist nie langweilig, außer wenn Würmer Löcher in den Rumpf bohren. Setzt nochmals Segel in Richtung Beute.
geschafft! Die Felsen sind gerade vom Deck auf das Dock gerollt. Präsident, wie versprochen ringe ich in der Tat angesichts der Mühelosigkeit, mit der ihr mein Training beendet habt, ehrfürchtig nach Luft.